So, was gucken wir uns denn heute noch an? Ich wollte auf jeden Fall einfach, weil wir ja letztens JGG geschaut haben, müssen wir uns natürlich auch Julians Antwort anschauen. Ne, es führt kein Weg dran vorbei. Ich habe es wirklich, wirklich noch nicht gesehen. Ich habe es mir jetzt die ganze Zeit aufgespart, dass ich es mit euch zum ersten Mal live und direkt sehen kann. Wir erinnern uns, JGG, absoluten 10 von 10 Song gemacht. Nachdem es auch eigentlich auch gar nichts mehr zu reden gibt. Ne? Aber die Antwort hat auch nicht so lange auf sich warten lassen, oder? Vor 6 Tagen, was war das, eine Woche später? Als hätte er das schon so vorbereitet gehabt. Also meine Theorie ist ja, dass er genau darauf abgezielt hat, ne? Mit seinen ganzen Seitenhieben so. Komm jetzt. Mach! So. Hey Jiggyline, hier ist dein Vater, du Huren. Die richtige Antwort auf Jiggys Ding kommt ja erst heute. Ach was. Wie, die kommt erst heute? Kommt heute noch was? Das wäre ja, das würde ja sehr gut passen jetzt. Dann sind wir ja da. Dann gehören wir ja zu den ersten. Bin ich ausnahmsweise mal pünktlich. Also jetzt wirklich, Real Talk, ist da was angekündigt oder? Sohn, konnte sich da einer durchringen, ein Diss zu veröffentlichen? Ach, Mensch. Konntest du das alles nicht mehr so stehen lassen? Um 0 Uhr kommt Kapitel 2 mit Bezug zum Diss. Ja, das ist ja hervorragend. Da sind wir auf jeden Fall noch am Start. Ja, dann würde ich sagen, fange ich mal langsam an, dich ein bisschen durch den Fleischwolf zu drehen. Ja. Geben wir den Leuten doch eine gute Show. Es ist dein Vater, der dich fickt, mein Lieber. Yeah. Bild dir mal nichts ein auf deine Mitleidsfeature. Also weiß ich jetzt nicht, ich meine, okay, es ist Julian, man hat auch nichts anderes zu erwarten, aber muss man dafür jetzt in eine Kirche gehen? Zu drehen. Geben wir den Leuten doch eine gute Show. Es ist dein Vater, der dich fickt, mein Lieber. Yeah. Bild dir mal nichts ein auf deine Mitleidsfeatures. Mitleidsfeatures? Was, also, Kollega-Feature? Aus Mitleid weiß ich jetzt nicht, ey. Bei Felix immer wieder drückt dein Hinterkopf. Vielleicht geht's noch bisschen tiefer. Vielleicht etwas schwules Thema jetzt. Doch nur weil du auf nuanciertester Ebene weißt, wie Felix Martin Andreas Penis schmeckt. Jedes Äderchen und jeder Leberfleck in deinem Hirn gespeichert ist wie ein Kollega-Text. Heißt das nicht, dass du irgendwas verstehst von Rap? Bläst ständig seinen Schwanz. Ja, okay, es ist schon so absurd detailliert, finde ich schon ein bisschen witzig tatsächlich. Kollegatext, heißt das nicht, dass du irgendwas verstehst von Rap? Bläst ständig seinen Schwanz, ich glaub, du bist behindert. Ich stopf Milliarden Löcher, so wie Christian Lindner. Bring deine Mama mal in Stellung. Sollte mal ans Licht kommen, dass sie keine Hure ist, wär's eine dramatische Wendung. Es ist dein Vater, nicht dein Bruder, du Keck. Und für dein Hurensohn-Rap geb ich dir Stubenarrest. Jiggy, 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 deine Rap-Analytik ist Weibergeschwätz. Jiggy, Jiggy, Jiggy. Wow. Hast kein ADHS, du bist einfach geschwätz. Also die Hook ist ja furchtbar. Und schlimm, schlimm gemischt auch. Jiggy, Jiggy, Jiggy. Auch den Bass noch auf dem Reverb noch die Bassfrequenzen, die komplett schal. Also das ist nicht. Ne, Mixing Engineer 1x1. Aus dem Hall immer die Bassfrequenzen rausschneiden. Kleiner Profi-Tipp. Deine Rapper, dein Hurensohn-Rap, geb ich dir Stubenarrest. Jiggy, 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 deine Rap-Analytik ist Weibergeschwätz. Jiggy, 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 hast kein ADHS, du bist einfacher S. Jiggy, 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 hast kein ADHS, du bist einfacher S. Also, man hat ja jetzt nicht so hohe Erwartungen bei Julian gehabt, aber come on, das ist schon. Deine Rap-Analytik ist Weibergeschwätz. Jiggy, 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 hast kein ADHS, du bist einfacher S. Jiggy, 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 bist kein Macher, du bist reaktiv. Besser versteck dich im Beef, so wie Kreatin. Das wie deine Küche, die Rattenlochzeile. Du bist kein Macher, du bist reaktiv. Ja, ne, also das kannst du einem Reaction-YouTuber vorwerfen. Aber der Julian war ja, der Jiggy war ja in erster Linie Rapper und hat dann Reactions gemacht, ne?
du bist aber also ursprünglich einer der ersten Reaction-YouTuber gewesen und hast dann gesagt, du willst auch mal rappen. Also, wer im Glashaus sitzt, sollte solche Lines nicht kicken. Besser versteck dich im Beef, so wie Kreatin, das wie deine Küche, die Rattenlochzeile. Werde ich dir jetzt erklären, du krankes Stück Scheiße. Denn Jiggy, 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 ich verrat dir was. Intrigieren ist Verrat, nachdem man sich vertragen hat. Woche für Woche bring ich Übershit. Während du am Lästern bist, zeigst, was Hybris ist. Okay, also droppt der jetzt irgendwie private Info? Woche für Woche bring ich Übershit. Während du am Lästern bist, zeigst, was Hybris ist. 14 Mal in deinem... Also haben die sich vertragen? Keine Ahnung. Die Rattenlochzeile werde ich dir jetzt erklären, du krankes Stück Scheiße. Denn Jiggy, 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 ich verrat dir was. Intrigieren ist Verrat, nachdem man sich vertragen hat. Woche für Woche bring ich Übershit. Während du am Lästern bist, zeigst, was Hybris ist. 14 Mal in deinen... Aber wenn er sich jetzt aufregt, dass Jiggy gedisst hat, nachdem sie sich vertragen haben, aber er hat doch angefangen mit Dissen. Na, weiß ja nicht, was hinter den Kulissen noch war, aber... Streams, ekelhafteste Reactions. Auf YouTube hochgeladen, ich versteck, dann erfahr ich um zwei Ecken. Du Hund bist plötzlich brav und du machst Männchen, doch ich zahl nicht für die Mätzchen. Denn ich kann dem nicht so ganz folgen, wirklich, was... So erzählt er. Du behinderter Peach, entschuldigst dich zwar, doch machst es Twitch-exklusiv, welcher elendige Gaylord. Schwingt versöhnliche Reden hinter einer Paywall. Jiggy, Jiggy, Jiggy. Also, vielleicht habe ich was nicht mitbekommen, aber keine Ahnung. Deine Rap-Analytik ist Weibergeschwätz. Jiggy, Jiggy, Jiggy. Hast kein ADHS, du bist einfach AS. Jiggy, Jiggy, Jiggy. Deine Rap-Analytik ist Weibergeschwätz. Jiggy, Jiggy, Jiggy. Mich triggert es maximal, dass in diesem Hall, auch diesem Jiggy, 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 einfach der Bass nicht rausgeschnitten ist. Furchtbar. Furchtbar. Hast kein ADHS, du bist einfach AS. Julian Bosses werden Mütter gefickt und du siehst aus wie sechs. Also ich muss sagen, der Beat macht schon ein bisschen Bock. Er rappt jetzt auch nicht so kacke. Aber das ist halt, du rappst halt nicht gegen den Jiggy. Ne? Also das, was willst du denn da? Das jetzt. Es ist ein bisschen lustig, dass die sich jetzt beefen, aber rap-technisch ist ja ganz klar, wer hier vorne liegt, ne? 56 und bist jünger als... Also das wirkte irgendwie alles so, jetzt diese ganze, der ganze Part, den er da gemacht hat, das wirkte irgendwie alles so auf Krampf, so ein bisschen dramatisch und Intrigen schmieden, weil es halt auf diesen Beat irgendwie auch passt, aber ich habe jetzt nichts davon so gefühlt, wo ich mir dachte, oh, das lässt den Jiggy jetzt aber blöd aussehen, ne? Das ist halt... Es holt mich nicht ab, wie Julian es formulieren würde. Du peinlicher Schwanz, hast unheimliche Angst und ziehst ihn nach wieder Zwangsjacken freiwillig an. Hate ist alles von mir, vom Punkt bis Kommastelle. Doch heute darf der Skinhead mal den Bordstein fressen. Dabei suchst du nur nach Liebe, musst du Papa fragen. Komm, ich nehm dich in den Arm wie deine Mama Nadeln. Ja, aber der Julian, also du kannst mir auch nicht sagen, dass du nicht verstehst, warum Leute sich dein Zeug angucken und halt... Ja, was heißt haten? Es halt einfach nicht gut finden. Das ist ja jetzt nicht so, dass der Jiggy das macht, weil er ein persönliches Problem hat, sondern der guckt sich das ja objektiv an, so wie wir alle, und kommt halt zu dem Schluss, dass das halt irgendwie nicht geil ist und nicht deinen selbst festgelegten Maßstab gerecht wird. Bei weitem nicht. Das ist ja kein sinnloses Gehate. Selbst wenn man sagen muss, wenn es jemanden gibt, der Hate verdient hat, könnte das schon Julian Boss halt auch sein, ne? Aber ja, ich glaube, dass es nicht daran liegt, dass du dich bei vielen unbeliebt gemacht hast, sondern dass es halt einfach nicht so gut ist.
Jiggy, 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 arschgefickter armer Wichser. Hast ziemlich wenig drauf wie Margarita Wagner Pizza und sagst in der Kein-Pardon-Reaction aus. Hab die Bazooka geladen, ja dann setz dich drauf und laber nicht von Schuldnern. Mit deinem Glatzkopf auf schmalen Damen auf den Schultern. Jede deiner Disslines, ich hebel sie aus, pass auf, dass dein... Also, komm, Julian, du brauchst jetzt aber nicht hier, also, auf den Körperbau gehen, das ist halt jetzt auch nicht gerade dein Spielfeld, ne? Jetzt, aktuell, sage ich jetzt mal. Eine Schlampe nicht in grünem Nebel auftaucht. Jiggy, 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 deine Rap-Analytik ist Weibergeschwätz. Jiggy, 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 hast kein ADHS, du bist einfach AS. Jiggy, 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 deine Rap-Analytik ist Weibergeschwätz. Jiggy, 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 hast kein... Weibergeschwätz, die Gesangs-Backups sind schon... Weird. Ein ADHS, du bist einfacher S. Janis Horrensen, damit du es mit deinem nickrigen Erbsen endlich mal begreifst. Du hast 2020 deine Hurensohn-Aktion zum 1. April gebracht. Danach hat man sich vertragen. 2023. Okay, Norm, also warte mal. Das interessiert mich jetzt schon dann. Horrensen, damit du es mit deinem nickrigen Erbsen endlich mal begreifst. Du hast 2020 deine Hurensohn-Aktion zum 1. April gebracht. Weiß nicht, welche Hurensohn-Aktion. Danach hat man sich vertragen. 2023 hast du dann 14 Mal aufs Ekelhafteste mit Füßen getreten, dass man sich vertragen hatte. Und am Ende bei Twitch eine Entschuldigung gebracht, die ich nie gesehen habe. Weil sie in deiner Paywall war. Es war nie alles cool nach deinen Reactions. Keine Ahnung, wie du darauf kommst. Also nochmal zusammengefasst. Erstens, dein Hurensohn-Move am 1. April. Zweitens, ich verzeihe dir... Ja, dann sag doch aber auch, welcher Hurensohn-Move. Deinen Hurensohn-Move mit Mutter Theresa-artige Aura. Drittens, du scheißt drauf und redest mich schlecht. Viertens, ich ficke deine Scheißmutter und bin zu 100% im Recht. So, und jetzt kommen wir mal zu deinem erbärmlichen Diss. Ach so. Okay. Ja, na gut. Also das war jetzt noch gar nicht die eigentliche Antwort. Ja, okay, es war alles ein bisschen wirr. So, sag doch gleich, was wann war, und dann checkt man auch, worum es geht. Und so sind die Lines halt so ein bisschen, ja. Ne? Bei so Internetsachen ist es eh immer so ein bisschen, jeder hat da seine eigene Realität und eigene Version der Wahrheit. Du hast dann und dann das gesagt und dann hast du dann und dann das gesagt. Das ist also, ja, schwer nachzuvollziehen für Außenstehende, ne? Aber ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht wirklich so krass, was die zwei privat haben, und ich will einfach einen geilen Beef sehen, und den hat Jiggy bis jetzt halt einfach gewonnen. Also ich meine, das wirkt jetzt so, als wäre er super salty, dass Jiggy einen Diss-Track gemacht hat, aber er hat ja auf jedem Song den Jiggy gedisst, soweit ich mich erinnern kann. Ist ja klar, dass der dann irgendwann sagt, so, und jetzt sag ich halt auch mal was dazu, ne? Brutale Abrechnung auf drei Parts mit heftigen Punchlines, sagt Marvin. Also, das habe ich jetzt nicht so gefühlt, sage ich ehrlich. Also, es wirkt halt mega krass wie so eine ultra krasse Abrechnung, aber hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass der da zerstört wurde. Rap-technisch sowieso nicht. Das ist ja ganz klar. Also es mag Leute geben, die das anders sehen, aber das ist ja auch, also das ist, ne. Da gibt's auch keine Geschmackssachen. Das ist halt Panzerfaust gegen Schreckschussknarre. Ach da, da ist es ja. Vor 41 Sekunden, okay. Ist tatsächlich noch gekommen. Also das ist jetzt die offizielle Antwort auf Julians Song. Also man merkt an der Beat-Auswahl schon auch, hey Jiggy, auch vom ersten Teil, ne, Julians Geschmack hat sich jetzt wohl nicht so sehr verändert. So, also seine Ansprüche an eine Battle-Runde, was die haben muss, wie die klingen muss, was für ein Beat und so, das ist schon noch so, ja, so wie damals halt, ne?
Aber schauen wir mal. Hier ist wieder dein Daddy, du kleiner Hurensohn. Es ist wieder Freitag. Du weißt ja, was jetzt kommt. Wieder Freitag, es ist für Jiggy gefickt und mal im Ernst, wann kommt dein richtiger Diss? Was redest du von Bazooka? Da hat der Huso im Kapuzenpullover etwas zu hoch gepokert. Wie romantisch der im Garten da sitzt und ob ich mich erinnere an ein Part gegen wen, statt mit Lagerfeuer, Teelichtern und Kerzen zu schmücken, hättest du mal überlegen sollen, die selbst anzuzünden. Bis jetzt hitte da nix. Scheint sonst nicht so der Hellste zu sein. Spielt Löwe doch nur Hund hat da drauf. Benjamin scheint Jiggy ist wohl nicht bewusst zu sein. Spielt Löwe doch nur Hund hat da drauf. Benjamin scheint Jiggy ist wohl nicht bewusst, dass ihn dieser Beef in die Irre führt, wie Sunny seine Mini-Dick. Klingelt da was, ja. Sein Beef in die Irre führt, wie Sunny seinen Mini-Dick. Ja, oh, ich weiß nicht, ey. Also ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet. Frag mich nicht, warum. Ich bin vielleicht auch drauf reingefallen. Der Boss an der Tür schreit durch sein Fenster, Cole ist hier. Doch weil er es an der Stimme bemerkt, kommt er aus Angst nicht heraus, wie sein Diss gegen Flair. Jiggy. Okay, das war eine gute Line. Wenn er wirklich einen Diss gegen Flair hat, der nie rausgekommen ist, dann ja, ganz okay. Lass das Quetiapin und so. Wenn Julian Boss hooks in die Therapie und so. Wenn Julian Boss hooks in die Therapie und so. JG, nimm nicht so viel Ritalin und so. Wenn Julian Boss hooks in die Therapie und so. Ey Jiggy Mann, geile Gynäkomastie und jetzt zieh dir nen Bikini an, wie kannst du es wagen? Ja, okay. So schlecht zu dissen, das kein Reste ficken, das ist Restle ficken. Hockst du in der Restle? Wagen mich so schlecht zu dissen, das kein Reste ficken, das ist Restle ficken. Was ist Restle ficken? Die check ich nicht. Restle? Hockst du in der Bude, machst Reactions auf Rapper, dich im Rollstuhl zu boxen wird dein Leben nicht ändern, um zu ficken, fehlt dir Powergröße und Kondition. Sieh die Königscappy ab, sie ist dir ne Nummer zu groß. Nicht bulletproof und kein dickes Fell. Dieser Jiggy ist ein Nuttensohn und fickt sich selbst. Labert von meinem Dad, wirklich spannend wie die Cap. Denn seiner spittet gerade einen Part auf diesem Track. Mein väterlicher Rat überlegt bei jedem Part gegen mich und wir. Die Vaterlein war ganz gut. Ach, Jiggys Nachname, okay. Ja, okay, da. Ja, sind ein paar dabei, die sind ganz solide, ne, aber. Du kannst das nicht auf einem Level sehen, das ist einfach Quatsch. Schläge wirklich magst oder nen Basie dieser Art, weil du hinterher läufst wie dein Felix Feature Part. JG, lass das Quetiapin und so. Denn Julian Boss hooks in die Therapie und so. Ich weiß auch nicht, warum Julian auf Krampf singen möchte. Und wer auch immer ihn dabei recorded und mixed, macht auch keinen guten Job dann. Also der tut, der schmeichelt ihm nicht gerade. JG, nimm nicht so viel Ritalin und so. Wenn Julian guck mal hier auf die Knie. Lockeren Knieschritt. Nimm nicht so viel Ritalin und so. Wenn Julian Boss hooks. Das ist wieder so eine Sache, das hätte der Julian damals vor 10 Jahren zu Tode beleidigt, wenn jemand in der Battle-Runde sich so bewegt hätte. Sind die Therapie. Ach du heilige Scheiße, was eine peinliche Scheiße. Aber jetzt auch dieses Hurensohn einfach zurück
zu spiegeln. Das ist halt auch so einfallslos. Jiggy macht ja die ganze Hook auf. Du bist ein Hurensohn. Julian sagt jetzt, Spiegel, bist selber ein Hurensohn. Ich hab gewonnen. Denn die Ton nie getroffen. Ach du heilige Scheiße, was ne peinliche Scheiße. Denn die Ton nie getroffen, scheiß Line ist gebeitet. Und Boss a la Bosse, das kommt nicht von Kolle. Das ist von der Cosa Nostra, du Sonderschultrottel. Yeah. Also, die Tony-Line ist gebeitet. Beweis bitte. Das mit Cosa Nostra habe ich nicht gecheckt. Und Boss a la Bosse, das kommt nicht von Kolle, das ist von der Cosa Nostra, du Sonderschultrottel. Yeah. Du besuchst Andreas Matze auf Natur und benutzt dein Sperma dann als Glatzenpolitur. Ey, die Alopecia ist bei dir angeboren. Doch sag, wieso kaufst du dann dicke Haarspraydosen? Bist ein Hurensohn, dafür steht der Julian mit seinem Namen. Yeah. Du kannst mich auf Unterhalt verklagen, aber weder das noch für die Gummis werde ich zahlen. Nope. Denn ich bin gerade dabei, hier deine Nutte zu besamen. Hab ich schon erwähnt, dass ich sein Mädel fick? Also ich freue mich immer so ein bisschen, wenn ich ein bisschen Gegnerbezug erkenne oder irgendwie eine Konterline, aber es ist halt nie gut. Es ist nie so, dass man denkt, ja Mann, die hat gescheppert. Julian Sperma, der wahre Hydration Drink. Yeah. Denk daran, jedes Mal, wenn du Werbung machst, du fetter Reaction-Spast. Jiggy, lass das Quetiapin. Denn Julian Boss Hooks sind die Therapie. Jiggy, nimm nicht so viel Ritalin. Denn Julian Boss Hooks sind die Therapie. Wer ist ein hässlicher Trottel? Ist Jiggy. Oh. Wer ruft seine Fans auf zum Bottom? Ist Jiggy. Oh. Über Nächte und Wochen. Also, ne, man kann mir das jetzt glauben oder nicht. Aber ich guck mir das wirklich nicht voreingenommen an. Ich bin nicht so salty oder so nachtragend diesem Typen, dass ich mir das jetzt angucke und das deshalb runterrede und hate. Sondern es ist halt einfach objektiv gesehen meilenweit unter einem JGG-Level. Na, da sind ein paar ganz okay Lines drin. Es ist aber nicht musikalisch gesehen nicht gut. Es ist rap-technisch nicht gut. Es ist, ja, maximal Durchschnitt. Denn wessen Tracks würden floppen? Wer ist ein hässlicher Trottel? Zucks sind so viel Ritalin. Denn Julian Boss Zucks sind die Therapie. Also diese Gesangshook ist halt, es ist nicht mal wahnsinnig schlecht gesungen. Ne? Ich singe zum Beispiel auch nicht gut. Ich habe kein Gesangstalent. So. Aber man kann das halt, wenn man es vernünftig mixen würde, dann könnte man das sogar einigermaßen gut klingen lassen, sage ich. Aber es ist halt hier leider nicht passiert. Wer ist ein hässlicher Trottel? Ist Jiggy. Oh. Wer ruft seine Fans auf zum Bottom? Ist Jiggy. Oh. Über Nächte und Wochen? Ist Jiggy. Denn wessen Tracks würden floppen? Ist Jiggy. Yeah. Wer ist ein hässlicher Trottel? Ist Jiggy. Oh. Wer ruft seine Fans auf zum Bottom? Ist Jiggy. Yeah. Über Nächte und Wochen? Ist Jiggy. Denn wessen Tracks würden floppen? Trigger den Ginger. Überleg, was für eine Scheiße du so redest. Bin dir körperlich und geistig überlegen. Der Boss kriegt nette Lines bei Candlelight. Doch du bist nicht dein Idol, nur weil du Fanpost schreibst. Nope. Wann kapierst du Spaß, was für ein Boss ich bin? Yeah. Vielleicht öffnet sich dein Geist in der Geschlossenen. Ah. Und das ist jetzt hoffentlich kein Schock für dich. Doch Papa ist nicht stolz auf dich. Ja, okay. Ich würde das Real Talk nicht haten, wenn es wirklich krass wäre, aber es ist halt leider nicht krass. Also, Jiggy hat da halt einfach einen Beerdigungstrack aus dem Ärmel geschüttelt und das halt so mühelos. Und man hat aber hier das Gefühl, der Julian, der ist so sehr verbissen und der will unbedingt und beim Jiggy kommt es halt so locker rüber, lockerer Beat. Der kommt da mit einer Gewieftheit einfach drüber gestylt und fickt den einfach mit einer Line nach der anderen. Und beim Julian ist es halt irgendwie so sehr verkrampft und sehr gewollt, aber nicht irgendwie, ja, halt nicht gekonnt.
Leider. Ja, ein paar Lines sind okay, aber das reicht halt nicht für ein Jiggy, ne? Aber weiß auch nicht, in welchem Universum man die beiden vergleichen muss.